Das ist der 9-jährige Kayin aus Westafrika. Er muss an 6 Tagen in der Woche 10 Stunden arbeiten und kann nicht zur Schule gehen. Auf der Baumwollplantage gibt es keinen bezahlten Urlaub, keinen Arbeitsschutz und keine Unfall- oder Krankenversicherung. Hier arbeiten fast nur Kinder wie Kayin. Für die Plantagenbesitzer ist Kinderarbeit ein gutes Geschäft. Kinder lassen sich viel leichter ausbeuten und können sich schlechter wehren. Sie bekommen weniger Geld und finden aus diesem Grund häufiger Arbeit als die Erwachsenen. Weltweit schätzt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF die Zahl der arbeitenden Kinder im Alter von unter 15 Jahren auf über 120 Millionen. Für unsere Schnäppchenpreise arbeiten Kinder für einen Hungerlohn. Das ist nicht fair. Kinder arbeiten beispielsweise in der Textilindustrie oder in Steinbrüchen. Am häufigsten aber in der Landwirtschaft. Beispielsweise auf Plantagen für Bananen, Reis, Kaffee oder Kakao.